Hallo, Kurzhöser hier. Vor mir liegt das Surface RT und ich habe mir wieder mal die Mühe gemacht, das auszuprobieren und habe mir bei Amazon einen Stylus bestellt. Und zwar natürlich keinen pixelsensitiven Stylus, sondern nur den Stylus, der auch für Surface RT geeignet ist. Das heißt, das sind diese dicken Styli. Bei Amazon gibt es um 17 Euro, na 15 Euro, diesen netten Stift, der drei verschiedene Spitzen hat. Also man kann da verschiedene Einstellungen verwenden und ich möchte ein bisschen herumprobieren, wie die Stifteingabe speziell auf OneNote funktioniert. Der Stylus emuliert ja einen Finger, also er macht einen Finger nach und das funktioniert ziemlich gut. Also man sieht, das ist ziemlich exakt und genau. So genau es mit dem Finger ist, wird natürlich die Stifteingabe dann nicht mehr funktionieren. Ich probiere das da jetzt mal aus und schreibe zum Beispiel mal einen Test. Und man sieht schon, das ist sehr abgehackt, beziehungsweise manche Dinge werden gar nicht erkannt. Probieren wir andere Spitze noch aus. Zum Beispiel, okay, diese Spitze dürfte mit dem Surface RT ein bisschen besser funktionieren. Es gibt eben noch den dritten Aufsatz. Machen wir den auch noch bei diesem Amazon-Stift. Der scheint anscheinend am besten zu funktionieren, aber die Schriftbild ist natürlich nicht perfekt und ich würde sagen, es genügt für einigermaßen lesbare Eingaben, aber man kann damit nicht wirklich präzise arbeiten. Also speziell Dinge, die in der Mathematik brauchen würde, wie irgendwelche Diagramme, werden da zwar gelingen als Skizze, aber präzise Dinge sind da schon herausfordernd. Eine weitere Sache, jetzt ist ja der Stiftmodus eingestellt. Das heißt, sobald ich jetzt mit dem Finger wieder auf das Surface RT drauf klicke, bin ich immer noch im Stiftmodus und muss wieder umstellen zum Modus Bewege und dann kann ich den Stift wieder als Fingersatz verwenden und dann ist auch wieder diese Pinch-to-Zoom-Geste möglich. Ein zweiter Stift, den ich mir auch noch bestellt habe, ist aber um 8 Euro, ein bisschen billiger. Und mache da ebenso wieder den Test, wie das ausschaut. Ach, das, sorry. Der dürfte ein bisschen besser funktionieren. Vom Schreibgefühl ist natürlich einiges, lässt es einiges zu wünschen übrig. Speziell, wenn man dann den Schreiber etwas schräger hält, so wie ich, dann wird das schwierig. Es ist allgemein überhaupt kein Vergleich zu dieser Stifteingabe, die ich gewohnt bin. Und welche bin ich gewohnt? Ja, das ist der Stift von Wacom, der zu meinem Samsung Tablet, zu meinem Samsung Aktiv passt. Da ist natürlich die Stifteingabe hervorragend. Auch wenn mein Schriftbild vielleicht nicht so gut ist, aber da kann man sehr schön erkennen, wie exakt dieser Stift funktioniert, pixelsensitiv. Es ist überhaupt kein Problem hier genau und exakte Skizzen zu machen, genau und exakt zu schreiben, auch zu zeichnen. Man merkt, ich bin mit dem ein bisschen flinker schon unterwegs und kann da wirklich genaue, exakte Dinge einsetzen. Das, was ich aber eigentlich an dem Digitizer, an diesem Stift am meisten liebe, ist, dass es sogar einen Rechtsklick oben hat. Das heißt, ich kann sofort in das Kontextmenü reingeben. Dieser Rechtsklick wird ganz schnell aktiviert. Und man braucht nicht immer länger auf dem Bildschirm draufbleiben, so wie das bei Windows 8 der Fall ist. Und was ich an dem Stift eben besonders liebe und im Gegensatz zu dem eingebauten Stift, der im Tablet mitgeliefert wird, das ist dieses Teil, ist, dass der Zubehörstift hier auch eine Radierfunktion am anderen Ende hat. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil dann kann ich sofort wieder meine Dinge weglöschen. Der klare Unterschied ist jetzt das, also man könnte natürlich auch probieren, diesen Stift, diesen Wacom-Stift am Surface RT zu probieren, aber das geht natürlich nicht, weil ja die Digitizer eine Einheit darstellt. Das heißt, Stift und Oberfläche müssen zusammenpassen. Okay, ansonsten denke ich mal, ist es durchaus möglich, diese knubbeligen Stifte, diese fingeremulierenden Stifte im Unterricht einzusetzen. Ich glaube dann eher, dass es mehr in Richtung Markierungssachen gehen wird. Und dass man damit eher schlechter jetzt wirklich komplette Mitschriften verfassen kann. Ich meine, es ist eine gute Alternative, natürlich auch preiswerter.
Ein Riesenproblem hat man natürlich auch auf den Surface RT. Man kann auf gar keinen Fall den Handballen abstützen. Also bei den Handballen abstütze, wird es von der Touch-Oberfläche, es wird als Eingabe erkannt und dann sieht man, aha, das wollte ich eigentlich. Das ist nicht möglich, gleichzeitig zu schreiben und den Finger abzustützen, die Handfläche abzustützen. Wogegen das hier oben bei meinem Samsung überhaupt kein Problem darstellt. Also ich kann da ohne Probleme die Hand ablegen, die liegt jetzt vollkommen auf und kann dann da gleichzeitig schreiben. Also das macht Sinn, das erhöht das Schreibgefühl, die Schreibgeschwindigkeit und ist natürlich wie auf einem Papier, kann man abstützen und braucht nicht immer in der Luft dann schreiben. Gut, vielleicht schauen wir uns nur die OneNote-App an. Die OneNote-App ist ebenso natürlich möglich, dass ich da den Stift einsetze. Hier ist es vielleicht so, ich habe da schon ein bisschen probiert, dass man natürlich wieder den Stiftmodus erst mit diesem Radialmenü auswählen muss. Also erst dann kann ich das natürlich wieder als Stift verwenden. Und dann, wenn ich das wieder weggeben muss, wenn ich das Menü wieder auswähle, erst dann kann ich wieder zum Beispiel verschiedene Farben und so weiter verwenden. Ist überhaupt kein Problem, dass ich auch mit Farbe schreibe. Aber man sieht, es ist doch ein bisschen wackelig, das Ganze, was ich da verfasse. Gut, soweit die Stifteingabe auf Microsoft Surface RT mit den knubbeligen Stiften. Es ist, wie gesagt, eine Zwischenlösung, aber nicht wirklich die perfekte Lösung. Die perfekte Lösung sind eben diese Stifte mit extrem präziser Spitze, wo ich dann wirklich ganz exakt und ganz genau machen kann. Vielleicht ein letztes noch, das habe ich vergessen. Man sieht es da ganz leicht. Man hat natürlich auch bei diesem Digitizer einen Mausober, was sehr, sehr wertvoll ist, weil man dann schon sieht, wo man dann aufsetzt. Also bevor man überhaupt aufsetzt, wird hier der Punkt mit Mausober sogar dargestellt. Also dort ist gerade die Spitze des Stylus. Gut, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen einfach unten im Kommentar mich fragen und ich würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr in die Richtung in die Schule kommt mit Stifteingabe auf Tablets und Stifteingabe auf Microsoft OneNote.